Okay, Leute, wir schauen uns heute mal das neue FSLTL-Tool an. Das ist ein Tool, welches Deliveries für den Live-Traffic verbessert. Und zwar nicht nur Deliveries, sondern auch die Flugzeugmodelle. Es ist geeignet für den In-Game-Live-Verkehr. Es bringt aber auch einen eigenen Injector mit sich, sodass man hier auch ein externes Programm starten kann, um direkt den Flugverkehr von Flightradar irgendwie zu ziehen. Und es ist aber auch geeignet, um zum Beispiel Model Matching auf WATSIM zu machen. Ich stehe jetzt hier in New York. Ja, und wir können hier schön sehen, dass hier eigentlich nur Airlines kommen, die hier wirklich fliegen. Und dass die Flugzeugmodelle halt nicht diese generischen Modelle sind, die wir zum Beispiel bei Eosoft Simple Traffic oder so haben. Und auf der anderen Seite ist das Tool aber auch nicht annähernd so kompliziert zu installieren wie AIG Pro. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Oder wie AIG Traffic. Hätten startet auch gerade ein Flugzeug. Ja, das ist eine. Was ist das? Eine ITA. Ansonsten ist das Tool natürlich auch im Prinzip darauf limitiert, was hier KI-technisch oder AI-Verkehr-technisch im Flugsimulator immer möglich ist. Ja, es gibt trotzdem Limits, die auch einfach daran liegen, dass Sachen nicht zugänglich sind für Entwickler. Ja, das heißt, jetzt startet wirklich live eigentlich dieses Flugzeug in New York. Die Installation und die Nutzung ist relativ einfach. Das Ganze ist inzwischen in den Installer von Fly-by-Wire integriert. Das heißt, wenn ihr die aktuellste Version habt, dann seht ihr links hier auch dieses Radarsymbol und könnt dann über das Radarsymbol einmal die FSLTL Traffic Base Models installieren. Das sind im Prinzip die Modelle und Liveries für die ganzen Flugzeuge. Und wer zum Beispiel nur In-Game-Live-Traffic oder WATSIM benutzen möchte, der braucht auch nur diesen Ordner. Der ist allerdings durchaus ein paar Gigabyte groß. Ja? Und das andere hier ist dann der Injector. Das ist quasi wieder eine externe Datei oder ein externes Programm, was läuft. Und welches dann den Verkehr von Flightradar 24, glaube ich, ist das, mit dem Flugsimulator synchronisiert und die Flugzeuge halt von Hand in den Flugsimulator eininjiziert. Und dadurch so ein bisschen besser auch das Verhalten der Flugzeuge beim Takeoff und bei der Landung durchaus steuern kann. Trotzdem unterliegt das Ganze natürlich den Beschränkungen des Flugsimulators. Die ganze API für den KI-Verkehr ist einfach noch nicht offen. Es wird einfach nicht 100% korrekt im Moment gehen. Zum Beispiel geparkte Flugzeuge am Boden, da hat einfach kein Add-on irgendeinen Einfluss drauf. Ja, wer zum Beispiel im Flugsimulator die Flugverkehrsdichte oder die Flugzeugdichte am Boden hochdreht, der wird wieder Liveries an den Airports finden, die dort einfach nicht hingehören. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein, wenn wir in die Einstellungen im Flugsimulator kommen. Aber das hier ist im Prinzip die Installation. Base Models aussuchen, installieren, Injector aussuchen, installieren, fertig. Dann habt ihr im Community-Ordner quasi dann zwei Verzeichnisse. Ja, einmal das Base-Verzeichnis, einmal das Injector-Verzeichnis. Ihr könnt die dann auch verschieben, zum Beispiel in irgendeinen Ordner, wenn ihr mit Add-on-Link gearbeitet oder so. Wenn ihr den Injector nicht immer über den Fly-by-Wire-Installer starten wollt, dann könnt ihr natürlich euch auch von der Injector-Exe einfach eine Verknüpfung auf den Desktop irgendwo. Ja, denn hier in der Injector oder im Injector-Ordner ist dann diese Datei drin, ja, FSLTL Traffic Injector. Dann vielleicht einfach eine Verknüpfung erstellen. Und dann kann man das von überall starten. Ich zeige auch gleich, wie das aussieht. Wir haben auch so ein paar Optionen, die wir erstellen können. Und ansonsten gibt es auf der Seite von FSLTL auch ein super, ich sag mal, eine Anleitung. Ja, das ist eigentlich wirklich kein kompliziertes Programm. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Übersetzung davon gibt. Aber hier ist zum Beispiel auch dann unter User Guide nochmal ganz kurz erklärt, wie das mit dem Model Matching funktioniert. Ich selbst nutze das nicht, deshalb kann ich das jetzt auch nur so erklären, wie es hier steht und kann das irgendwie nicht vorführen. Ja, FSLTL in WATSIM. Dazu braucht man ja dann wohl irgendwie vPilot. Und man findet die entsprechende Datei, die man dort, sag ich mal, importieren muss, hier dann im Base-Ordner, ja. FSLTL Traffic Base öffnen. Und hier hat man die FSLTL Rules VMR-Datei. Und das ist die Datei, die soll man dann in den vPilot-Folder kopieren und dort dann auch irgendwie importieren.
ne, als Model Matching Datei, Custom Model Matching. Das kann ich aber wie gesagt nicht zeigen, weil ich das einfach nicht nutze. Die Einstellungen im Flugsimulator sind auch nicht allzu kompliziert. Wer den Traffic mit dem Injector benutzen möchte, der sollte einfach bei allgemeiner Option den Verkehr hier oben auf ausstellen und die Dichte für Flugzeuge am Boden auf 0. Das ist der Reiter, der lässt im Prinzip zufällig Flugzeuge spawnen an irgendwelchen Parkpositionen, die dann aber nicht losfliegen. Und das ist die Geschichte, wo bisher kein Third-Party-Entwickler irgendwie wirklich Einfluss drauf hat, welche Flugzeuge spawnen. Das heißt, wenn wir hier was hochdrehen, dann werden vollkommen zufällig aus dem kompletten Bestand der KI-Flugzeuge des Flugsimulators irgendwelche ausgewürfelt. Und dann können hier wieder irgendwelche Liveries rumstellen, die ja nicht rumstehen, die ja nicht hingehören. Wir haben über den Injector dann durchaus auch die Möglichkeit, so ein paar Flugzeuge zu indizieren, die einfach nur rumstehen. Wenn ihr den Ingame-Live-Verkehr nutzen wollt, also den vom Microsoft Flugsimulator selbst injizierten Live-Verkehr, dann geht ihr natürlich erstmal auf Daten, aktiviert diesen Live-Verkehr. Ja, müssen wir auch ganz kurz mal speichern. Und dann könnt ihr bei Verkehr hier Echtzeit einstellen. Echtzeit online. Ne? Dann funktioniert das Ganze im Prinzip ohne den Injektor. Vielleicht nicht ganz so gut, aber es sollte auch gehen. Ja, aber ich möchte erstmal heute den Injektor zeigen. Und setze das daher so. Dann werden wir das Ganze mal starten und uns angucken, was für Optionen wir haben, hier das Ganze so ein klein wenig zu konfigurieren. Wie gesagt, der Start entweder direkt über den Installer, über Start, ja, oder halt über die Exe aus dem entsprechenden Mod-Verzeichnis FSLTL Traffic Injector. Ja, dann einfach starten, dann öffnet sich hier so ein Kommandofenster. Wer das Ganze jetzt einfach so starten möchte mit den Optionen, die eingestellt sind, der drückt einfach Enter, dann startet das Ganze. Wer so ein paar Sachen ändern möchte, der drückt jetzt einfach Y, ja, für Yes. Und dann geht er die einzelnen Optionen durch. Das sind im Prinzip 5 Optionen. Ja, maximale aktive IFR Aircraft. Das heißt, es werden so viele Flugzeuge, wie wir hier einstellen, maximal wirklich auch injiziert. Das ist nachher alles eine Frage der Performance. Standardmäßig stehen hier 80. Ich habe es schon ein bisschen runtergedreht, man kann es aber hochdrehen. Da müsst ihr testen, wo bei euch nachher wirklich die Grenze liegt für die Performance. Das wird immer ein klein wenig Performance kosten. Und wer da jetzt, weiß nicht, 300 Flugzeuge einstellt oder so, der wird, denke ich mal, schon erhebliche Probleme bekommen. Ja, ich lasse es daher bei mir auf 50. Danach kommt die aktiven VFR-Aircraft. Ja, also es können durchaus auch VFR-Flugzeuge injiziert werden. Das ist im Moment noch ein Beta, eine Beta-Funktion. Standardmäßig sind da 15 eingestellt. Ich hatte das jetzt auf 30 hochgesetzt. Ich hau das aber auch wieder auf 15 runter. Dann gibt's noch Additional Parked Aircraft. Das ist jetzt eine Option, die quasi wirklich dann maximal 10 Flugzeuge hier injiziert, die nicht fliegen, die einfach nur rumstehen. Aber es werden dann trotzdem passende Flugzeuge für diesen Flughafen sein. Ja, das lasse ich auch bei 10. Das ist im Moment die Maximalanzahl. Und dann sind quasi, oder ist hier ein Timer angegeben, den wir einstellen können, wann, ich sage mal, geblockte Flugzeuge entfernt werden. Ne, wenn sich irgendwo ein Stau bildet, weil irgendwas schief läuft oder so, dann werden hier im Momentan nach 240 Sekunden, das sind im Prinzip 4 Minuten, die Flugzeuge, die geblockt sind, entfernt. Ja, das kann man auch runterstellen. Ich gehe hier mal auf 60 Sekunden. Ja, dass wenn ein Flugzeug 60 Sekunden blockiert ist, soll es verschwinden. Ein API-Key für flightplandatabase.com ist nicht unbedingt notwendig. Man kann dort einen Account erstellen. Das ist nochmal irgendwie ja eine Seite. Ich hatte kurz drauf geguckt, für reale Flugpläne oder sowas. Ich nutze das erstmal nicht. Ist auch wirklich nicht erforderlich. Das Ganze funktioniert auch ohne. Also einfach Enter drücken. Oder No. Ja, zack. Und dann startet er auch schon. Für diese Option gibt es auch eine entsprechende Datei. Ja, so kann man das dann auch irgendwie in einer Datei editieren. Diese Datei befindet sich im Roaming-Verzeichnis unter AppData Roaming FSLTL Traffic Injector. Ihr könnt das am schnellsten finden, indem ihr wieder eingebt Prozentzahl AppData Prozentzahl Enter. Ja, und dann kommt ihr in das Roaming-Verzeichnis und im Roaming-Verzeichnis befindet sich dann FSLTL Traffic Injector. Hier habt ihr dann nach dem ersten Start, also das muss mindestens einmal gestartet worden sein, die FSLTL Traffic Injector Config JSON.
Und hier habt ihr diese Einstellungen drin. Ja, wenn ihr die öffnet ganz normal mit einem Editor, dann sieht das Ganze so aus. Das ist eine lange Zeile. Ja, hier stehen dann die entsprechenden Dateien drin. Wenn es geändert wird, also bei mir ist es jetzt hier noch nicht geändert, weil ich die Datei vorher aufgemacht habe. Hier würde dann eine 15 drin stehen. Das ist ja ein Multiplier. Hier steht also da nicht die 10, sondern 0,5. Das ist irgendwie der Maximalwert gerade. Hier sind die Sekunden für dieses Removal. Hier ist noch ein Flight Planner API Key. Und die anderen beiden Sachen kann ich im Moment nicht sagen. Habe ich keine Informationen zu gefunden, was die machen. Ja, Model Override oder Console Debugging. Das letzte ist vielleicht noch erklärbar. Model Override. Ich weiß nicht genau, was das macht. Will ich jetzt deshalb auch nichts Falsches erzählen. Ja, aber das ist halt nochmal eine Möglichkeit, das dann auch von Hand zu editieren. Aber wenn man es halt einmal beim Start macht, geht es halt auch über das Kommandofenster. Und schon werden die Flugzeuge initiiert. Ja, so sieht das aus. Man kann hier in dem Fenster immer nachlesen, ne, welches Flugzeug gerade irgendwie rausgesucht wird. Man sieht auch, wenn Flugzeuge wieder entfernt werden. Ja, man kann hier in diesem Fenster das immer schön nachvollziehen. Das darf man aber auch nicht schließen. Ne, wenn man das hier schließt, dann wird das Programm beendet. Oder halt über den Fly-by-Wire Installer. Kann man das auch wieder beenden, ja? Entweder Stopp oder dieses Kreuz. Und dann läuft das Ganze im Hintergrund. Und wir sehen hier schon, hier ist zum Beispiel ein weißes Flugzeug bei. Ja, da ist dann noch keine Livery für die entsprechende Airline vorhanden. Kommt aber irgendwann. Ist aber besser, als wenn jetzt irgendwas lila wäre oder sowas. Trotzdem ist ab und zu, habe ich gemerkt, mal auch so ein komisches Flugzeug bei. Ja, das ist so ein Standard-Asobo Airliner, obwohl ich eigentlich alles ausgeschaltet habe. Ja, das wird dann vielleicht irgendwo noch durchglitschen und hier mit reinkommen. Ich will noch ganz kurz einen kleinen Tipp geben für Leute, die AEG Traffic installiert haben. Es sollte eigentlich null Einfluss auf die Funktionsweise von FSLTL haben, aber man weiß es nie. Wenn ihr AEG Traffic deinstallieren wollt komplett, dann gibt es in der Regel eine Datei, die nicht mit deinstalliert wird. Das ist irgendwie blöd gemacht. Zumindest war das früher so. Ich habe AEG Traffic jetzt nicht mehr drauf. Aber früher mussten wir nach dem Deinstallieren von AEG Traffic eine Datei wieder zurückbenennen. Und zwar müssen wir den Official Folder gehen. Bei der Steam-Version kommt dann hier Steam. Bei der Microsoft Store-Version steht hier OneStore. Na, ihr müsst halt den entsprechenden Ordner finden. Die Pfade haben wir jetzt auch schon 2 Millionen Mal erklärt. Ihr müsst auf jeden Fall im Official Folder unter FS Base AE Traffic Scenery World Traffic die Traffic Aircraft BGL dann löschen, wenn ihr AEG Traffic habt. Das sieht dann in der Regel so aus, dass hier eigentlich noch eine zweite Datei ist. Die nennt sich dann in der Regel Traffic Aircraft BGL und dann irgendwie AEG off oder so. So ungefähr, so eine Datei gibt's. Wenn es die nicht gibt, dann könnt ihr das alles lassen. Ja, also wenn es hier nur eine Traffic BGL gibt und nicht noch irgendwie eine mit einem Punkt dahinter und irgendwas, dann könnt ihr das so lassen. Aber wenn das so aussieht bei euch, ja, dann müsst ihr diese Datei löschen, also die eigentliche Traffic BGL löschen und dann diese hier wieder umbenennen und alles, was hinter dem Punkt steht, quasi löschen, ne, dass das wieder die originale Traffic BGL wird. Ich kann das jetzt nicht machen, weil es eine falsche Datei ist, ja. Aber ihr müsstet das dann löschen, Enter drücken, dass die wieder so heißt, wie sie mal ursprünglich war. Das nur als Tipp, falls ihr AEG mal wirklich irgendwann deinstallieren müsst. So, ansonsten, es geht ja auch schon los. Ja, bei uns ist es jetzt Mitternacht in New York, ist natürlich jetzt ein bisschen was auch durchaus unterwegs. Und das sieht doch schon ganz annehmbar aus dann, ne? Also damit könnte ich sogar leben, mit solchen Geschichten. Nur so ein ganz klein wenig. Die funktionieren theoretisch auch, oder die kooperieren logischerweise auch komplett mit der ATC. Ich kann mal probieren, die ATC schnell anzuschalten. Ja, ne? Wir hören dann auch den Funk. Die sind also ganz normal über die ATC auch dabei. Und das dürfte hier unten sein, ja? American
66. Wir können ja mal gucken, wenn einer landet, wie der dann auch im Taxi sich verhält. Das sind aber alles so Sachen, also viele Sachen, die können einfach nicht beeinflusst werden, ne? Da kommt er. Da kommen sogar zwei. Die habe ich auf der Karte gar nicht gesehen. Es kann aber sein, dass hier im Drohnenmodus die Karte mal nicht ganz aktualisiert wird. Das wird jetzt interessant. Na, der lässt sich halt viel Zeit, ne? Okay, jetzt geht der auch ab. Da kommen sie. Das sind zwei hintereinander. Langer Lauf, ne, für so ein kleines Flugzeug. Aber das sind, wie gesagt, Sachen, geht nicht anders. Aber ich finde das jetzt von den Traffic-Tools momentan schon so mit am besten, ehrlich gesagt. Das ist halt ein wirklich sehr guter Kompromiss zwischen AIG und Simple Traffic. Ist allerdings nicht wirklich für Offline-Verkehr im Moment geeignet. Ich muss mal ganz kurz hier die Karte gucken, ob ich hier, die sich aktualisiert. Hier sind die beiden nicht drauf, die ankommen eigentlich. 125 Decimal, 25 American, 66 Heavy. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall der eine kommt. Kann sein, dass der andere woanders auch landet. Und der American 66 wurde jetzt auch übergeben, ne? An Departure. Ja, das eine Flugzeug scheint ein bisschen weiter weg zu sein da hinten. Aber der hier vorne... die ganze Geschichte mit der VFR-Karte ist auch eine Sache. Das kann sein, dass sie sich wirklich nur alle 30 Sekunden oder irgendwie nachher aktualisiert und weiß der Teufel. Da kommt auf jeden Fall einer. Das müsste die JetBlue sein. Gucken wir uns mal an. Schauen wir mal, wie die taxiert. Normalerweise taxieren die unheimlich langsam und brauchen 3 Jahre, bis sie runterkommen, ne? Also der normale KI-Verkehr. Das sah jetzt aber zumindest vom Bremsweg relativ gut aus, ne? Relativ realistisch. So, mal gucken, ob er jetzt auch wirklich dann die Ausfahrt nimmt hier. Da hinten startet scheinbar noch eins. Wo ist denn das große Lufthansa-Flugzeug hin? Ja, zumindest kriegt er auch mal eine Aufforderung nochmal von der ATC. Ja, da hinten startet... noch eins. Das haben wir jetzt gar nicht drauf gehabt, ne? Auf der Tower-Frequenz. Ja, er fährt hier runter. Er nimmt zumindest die nächste Abfahrt. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben auf der linken auch schon wieder eine
Takeoff eigentlich. Da unten, na, da läuft er. Mal gucken, ob der jetzt wenigstens dann an den Departure übergeben wird, die Lufthansa. Das hinhaut. Jetzt weiß ich nicht, ob es hier vielleicht auch mehrere Frequenzen gibt am Kennedy oder so. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Vielleicht haben die sogar getrennte Frequenzen für Nord-Südbahn. Ich habe keine Ahnung. Ne? Also, oder für Links-Rechtsbahn oder sowas. Aber der Lufthansa scheint nicht auf dem Funk gewesen zu sein. Der Taxi noch da hinten. Na, der wird jetzt auch übergeben an Departure. Es kann doch immer sein, dass einfach die ATC in-game mit 50 Flugzeugen wirklich überfordert ist. Das ist echt schwer zu sagen, ne? Wie gesagt, ich finde es eigentlich ein guter Kompromiss und ja, dann warten wir noch auf das Just Flight Tool. Das wird dann natürlich aber wieder nicht Freeware sein. Wie das dann noch da reinkommt in die Reihe, wo sich das dann auch positioniert. Gut, liebe Leute, das soll es gewesen sein. Am Ende wie immer ganz kurz der Hinweis auf unseren JD-Community-Discord-Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen über 8000 Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Tech-Support-Kanäle und ich kann euch nur wie immer anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord, man kann da in meinen Augen wesentlich besser helfen als über YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten unterhalten, ein paar News abgreifen oder vielleicht sogar den einen oder anderen Mitspieler für eine Multiplayer-Session finden. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da, das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch für mal einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!